Ich bin ein Mensch, der viel Abwechslung braucht, dass es mir nicht langweilig wird. Ich bin auch ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Ich habe gerne mit Leuten zu tun, auch international, also in den verschiedensten Sprachen. Zuerst wollte ich eigentlich etwas mit Kindern machen. Das hat mir dann aber nicht so gepasst. Meine Lehrstelle habe ich in der Zeitung gefunden. Als ich das Inserat gelesen habe, habe ich mich eigentlich direkt angesprochen gefühlt. Sie haben einen freundlichen Lehrling gesucht, der auch ein bisschen Talent hat, eben mit Sprachen. Dann hatte ich den Schnuppertag und der hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann habe ich die Lehrstelle. Ich bin der erste KV-Lehrling hier im AU. Die Branche von meiner KV-Lehre heisst Dienstleistung und Administration. Und die Branche ist einfach wichtig für die Kurse, die man einmal im Jahr hat. In der KV-Lehre hier im AU wechselt man eigentlich immer wieder die Abteilung. Also das geht von Rezeption bis hin zur Buchhaltung. Und man sieht in jede Abteilung rein und lernt so auch viele Leute kennen. Die KV-Lehre hier im AU geht 3 Jahre lang. Man geht während der Lehre auch noch in die Schule, in die Berufsschule hier in Davos. Insgesamt wechsle ich 6-mal die Abteilung. Der Grund, wieso ich die Lehre hier im AU gemacht habe, ist eben, weil es sehr abwechslungsreich ist. Man lernt sehr viele Leute kennen, auch international. Letztes Jahr beim Trustee-Meeting durfte ich auch mit den Ärzten kommunizieren, Mail, Telefon. Durch die KV-Lehre bei der AU Foundation habe ich auch viel über mich selber herausgefunden, habe meine Stärken und Schwächen kennengelernt. Wir haben einen sibirischen Schlittenhund, der Sammy heisst. Er sieht etwas aus wie ein Eisbär und ist ganz ein Lieber. Er ist ein Familienhund. Mit ihm gehe ich in der Freizeit gerne laufen, dass ich auch etwas Zeit habe für mich, dass ich etwas abschalten kann. Ich wohne in der Nähe vom Landwasser, das ist ein Fluss hier in Davos. Und dort gehe ich sehr gerne mit meinem Hund spazieren. Der Sammy ist schon 7 und ja, er ist nicht mehr der, der jetzt in der Gegend umeinander springt. Also mit ihm zu laufen ist immer gemütlich. Nach der Lehre mache ich wahrscheinlich noch Berufsmatura. Und vielleicht kann ich nebenbei 20% oder so da noch arbeiten. Nein, also KV-Lehre ist eigentlich immer gut. Man kann eigentlich nachher alles machen. Ich kann KV-Lehre wieder auch noch weiterempfehlen. Ich habe sehr viel gelernt da und würde es jederzeit wieder machen.